Willkommen zu Lego Alpha Team. Um genau zu sein, zu Let's Play Lego Alpha Team. Das wird ein neues Let's Play Projekt von mir. Und mir ist das Spiel, ich weiß nicht warum, auf einmal eingefallen. Ich habe es damals gespielt. Es war so wann ist das Spiel erschienen? 2000 oder so. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Das sieht man ja auch. Und ja, das ist ein Spiel, das ist ein bisschen so wie Lemmings oder ich weiß gar nicht, die haben glaube ich verschiedene Namen. Das Prinzip geht darum, dass eine Figur die ganze Zeit eigentlich nur gerade ausrennt und die Aufgabe des Spielers ist es, zuzusehen, dass dieser Figur nichts passiert. Und ja, wer sich fragt, was ist überhaupt ein Let's Play und warum redet dieser Typ da die ganze Zeit? Ein Let's Play, da spielt jemand, in diesem Fall halt ich, ein Spiel, ja, und gibt Kommentare ab, sagt, wie er es findet und das alles live beim Spielen. Also ich nehme die Videospur nicht später auf, sondern ich spiele jetzt auch gerade, wenn ich rede. Wer irgendjemand sucht, der einfach nur blind durch das Spiel durchrennt, da seid ihr hier leider falsch. Da müsst ihr nach Walkthrough schauen. Aber für die Leute, die mich überlegen sehen wollen und mich fluchen sehen wollen, die sind hier genau richtig. Ich musste da leider, das kann ich da euch mal zeigen, in Optionen die Sprache komplett ausschalten, weil Windows XP macht da Probleme, man bekommt da dauernd Schleifen und es ist tierisch nervig. Ganz kurz zur Story. Das habt ihr auch gerade schon ein bisschen im Intro gesehen. Es geht darum, dass der böse Oleg, nee Quatsch, nicht Oleg, Ogle, rückwärts gelesen Lego, die Menschheit so eine Art willenlose Zombies gemacht hat und man muss die Menschheit jetzt natürlich befreien. Das ist die Aufgabe des Alpha-Teams. Da würde ich sagen, wir schmeißen uns auch gleich mal ins Abenteuer. Hier löschen wir das eine, weil Fraps hat die erste Aufnahme verkackt. Und da schmeißen wir uns mal direkt rein. Wir haben entdeckt, dass unser alter Feind. Ja, das sind diese Wiederholungen. Zum Glück spricht er nicht viel. Klicke mit der Maustaste, um die Übung zu machen. Und schon wieder? Das ist schön, oder? Das können wir überspringen. Da starten wir auch gleich die erste Mission. Genau, Mission 1. Wir sind drin. Verwende die Richtungsfelder, um Dash, das ist dieser Typ, zum Schalter auf der anderen Seite des Raumes zu bringen. Das hier ist Ogle. So, und jetzt können wir uns hier relativ frei bewegen. So, kann man jetzt hier nach unten gucken. So, und jetzt seht ihr, dass Dash dann losrennt. Und diese Pfeile verändern dann seine Laufrichtung. Man kann auf die Pfeile klicken und dann gibt es da dann einmal, da wird es richtig gesetzt. Das sind die Tipps, die man in diesem Level bekommt. Aber man kann es hier auch einfach in den Dämon rumziehen und man kann es drehen. Und Ziel des Levels ist es immer, diesen Schalter zu berühren. Das erste Level, das ist halt noch relativ simpel, das ist ja auch ganz klar. Da lassen wir den Kollegen mal laufen. Und es hat ja super funktioniert. Ja, also wie gesagt, ich wollte halt einfach mal ein bisschen, ja, jetzt freut er sich. Ich wollte einfach mal was bisschen Unbekannteres machen. Deswegen. Doch eine verschlossene Tür. Du hast noch 4 Richtungsfelder. Also such nach dem kürzesten Weg.
So, ich mache dauernd dieses Kreuz hier unten mache ich weg, weil wenn man dann rumläuft, verfolgt die Kamera den Spieler nicht. Ah, wir wollen uns drehen. So, hier sehen wir doch. Wir haben 4 Richtungsfelder. Natürlich können wir jetzt nicht so laufen, weil dann bräuchten wir ja, das kann man wegnehmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bräuchten wir, aber wir haben nur 4. Deshalb gehen wir natürlich hier rum. Mal gucken. Hier kann man sich gut orientieren, wo der genau läuft. Dann nehmen wir die hier, setzen das hier rein. Das Ding setzen wir dahin. Das drehen wir noch. So, da läuft er hier lang und das setzen wir dahin. Ja, also wie gesagt, die ersten Sachen sind noch, das muss man noch hier. Die ersten Level sind noch relativ leicht. In dem Level, was jetzt danach kommt, da habe ich in der ersten Aufnahme das habe ich ganz schön dumm angestellt. Ja, aber naja, jetzt weiß ich es halt, es ist ein bisschen schade, weil jetzt geht die Aufgabe halt ruckzuck. Und ja, also wie gesagt, es hat halt Fraps die Aufnahme verkackt. Und man sieht auch immer hier, versteckter Sprung. Ja, also der Levelname sagt schon immer so ein bisschen an, was wir machen. Plus, es steht nochmal hier unten dann in dem Text. Suche nach einem trickreichen Weg. Halte Dash von den Zombie-Arbeitern fern. Sie werden ihn ignorieren, wenn er ihnen nicht zu nahe kommt. Die Zombie-Arbeiter, das sind diese Typen hier. Wartet. Da ist einer. Da ist auch einer. Die machen uns aber zum Glück nicht wirklich was. Deswegen können wir die erstmal so ignorieren. Wir haben ja ganz schön viele Felder. So, wie machen wir das jetzt am besten? Wir können hier rumgehen. Ja, das klappt. Dann nehmen wir eins, setzen wir hier hin. Oh ne, wir brauchen ja hier gar keins. Und das hier setzen wir, wo kommt er denn auf? Kommt er hier auf? Sieht eigentlich nicht schlecht aus, oder? Oder kommt er hier auf? Setzen wir es mal besser dahin. Ein bisschen zurück. So, und jetzt läuft der halt hier, also die Pfeile geben mir immer die Richtungsänderung an. So, dann springt er da drauf. Ups, das wollte ich nicht. Und läuft da dagegen. Na gut, jetzt sehen wir mal zu, wie er läuft. Nein, seht ihr? Das waren die Lemminge. Nochmals versuchen. Ich verstehe nicht, warum so Leute überhaupt Geheimagenten werden können. Ich meine, hallo? Das ist sowas von dumm. Die kriegen ja gar nichts alleine. Müssen wir, denke ich, hier machen. Die ersten Level sind halt noch relativ simpel, das ist auch ganz klar. Die dienen ja noch quasi mehr als Tutorial. Und wir haben auch das Level gepackt. Ja, also ich möchte mit diesem Kanal ein bisschen ja auch nicht nur diese ganzen Mainstream-Titel spielen, sondern auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ältere Spiele, unbekanntere Spiele, um euch vielleicht mal auf Ideen oder sowas zu bringen. Um euch eben Spiele ans Herz zu legen, die ein bisschen unbekannter sind, denn die Mainstream-Sachen kennt ja jeder. Also hier müssen wir hin. So, was haben wir hier?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier hoch müssen. Die Steuerung ist toll. Ich kann mich nur mit den Pfeiltasten bewegen. Oh. Kann man hier die Steuerung ändern? Vorher, ganz toll, kann man nicht. Wir machen erstmal das Ding hier weg. So. Also. Der Kollege läuft los. Der muss doch hier hoch. Der muss hier hoch. So. Anders, da geht's ja nicht. Genau, der läuft dann hier, da, da. Dann läuft er hier hoch und dann hat er hier eine Richtungsänderung. Die braucht er auch. Genau, dann läuft er hier hoch und würde hier dem Gegner direkt in die Arme laufen. Das wollen wir natürlich nicht. Und er muss hier hin. Moment, 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 Moment. Also, ihr merkt, dass ab hier blind ist. Achso, das kann ich mir. Treppe. Teammitglieder können diese Treppe rauf und runter rennen. Richtungsfeld. Wenn ein Teammitglied ein Richtungsfeld betritt, läuft es in die Richtung der Pfeile weiter. Wir lassen ihn jetzt einfach mal laufen. Ja, Halleluja. Das Ding muss ein bisschen nach hier versetzt werden. Immer noch nicht. So. Jetzt läuft er hier, hier. Ne. Nochmal. Das war nix, das war nix. Aber wir nehmen auch schon wieder eine Viertelstunde auf, ne? Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich wenigstens noch ein neues Level in diesem Part hier fertig machen. Pflanzen, Transportkiste. Ogel verwendet diese Kiste, um Pflanzen in seinem Chaos Kugelfabrik zu transportieren. Du kannst sie mit Tanksbomben zerstören. Okay. Das ist unser, hier, unser Freund. Bewegt die gelbe Treppe, damit der über den Haufen Kisten an das Schloss kommt. Ah! Wir können die gelben Treppen. Ah, okay, wir können die gelben Treppen bewegen. Okay, gut. Jetzt wissen wir auch, wie das zu lösen ist. Da würde ich sagen, dass ich diesen Part beende. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Let's Play Lego Alpha Team. Ich denke, es wird auch jetzt nicht so ein langes Projekt werden, weil es doch relativ auf Kinder zugeschnitten ist. Aber wir werden mal sehen, wie ich mich anstelle. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin.